Und damit wie immer ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Episode unserer Managerkarriere mit dem BVB, die gerade nicht so erfolgreich ist, aber wir haben in der letzten Episode mal ein bisschen was verändert, vor allem die Taktik auswärts. Haben wir jetzt zwei verschiedene Taktiken, eine einmal für zu Hause und eine für die Auswärtsspiele, ein bisschen zurück, kontrollierter, weil wir da einfach viel zu viele Chancen zulassen, zu viele Gegentore kassieren auch. Zu Hause läuft es ja eigentlich immer gut, bis auf die Ausnahme gegen Darmstadt. Vorhin dachte ich mir, da müssen wir jetzt nicht so viel ändern, aber es war mal an der Zeit, auch mal auswärts endlich etwas anzupassen. Das habt ihr euch bestimmt auch gedacht und jetzt ist es endlich mal passiert. Weil ja, ich will ja noch in dieser Saison eigentlich Meister werden oder zumindest der ersten ein, zwei höchsten dritten Platz kommen. Das einzige Gute an der Saison ist, dass Leipzig in einer noch viel schlimmeren Krise ist als wir und die Bayern auch noch nicht so wirklich Fuß gefasst haben. Ich meine, Leipzig ist wie für 17. 9 Punkte in einem Spiel, die Bayern haben immerhin 18, also auch schon 4 Punkte vor uns. Nur eine Niederlage, das heißt, man sieht, die sind jetzt nicht so schlecht, die spielen halt häufig unentschieden. Also müssen wir dann natürlich auch sehr und darauf achten, dass die jetzt uns auch nicht wegflitzen. So, Spieltag. Guerreiro kriegt, wie ich schon in der letzten Episode gesagt habe, eine kleine Pause. Ich denke mal, Hakimi kommt dann rein auf den linken Flügel. Oder eventuell Piszczek. Nein. Marco und Gomez brauchen halt noch etwas Spielpraxis. 55 bzw. 51% sind natürlich nicht sehr viel. Christian ist natürlich wieder fit. Das ist gut für uns. So können wir ihn auf den Flügel tun. Und Alcacer in den Sturm für Fiete ab. Das zwar die letzten Wochen gut macht. Aber trotzdem ist der Paco unser Stammstürmer. Erst einmal. Isak lassen wir erstmal draußen. Behutsam aufbauen ist ja das Motto. Und Guerreiro geht erstmal komplett raus. Dafür Gomez rein. Je nach Spielstand kann ja sein, dass wir vielleicht ein bisschen höher führen. Können wir das ausnutzen und Gomez und Reus ein bisschen mehr Spielpraxis geben. Ne? Auch in Manuel Ferreira. So, ich denke mal, so sind wir ganz gut gerüstet. Kurz die Taktik anschauen. Taktik Nummer 1, genau. Ja, sonst sind alle recht fit. Genau. Der Wolf beginnt wieder von Anfang an. Der spielt halt gut einfach, wenn er auf dem Flügel ist. Ne? Piszczek darf dann auf jeden Fall gegen PSV antreten. Also der Lukas muss keine Sorgen sich machen. Und wir müssen uns auch keine Sorgen machen, dass wenn Piszczek nach der Saison die Karriere beendet, wir keinen guten Ersatz haben. Ne? Wir haben ja noch in der Hinterhand einen Felix Passlack, der sich auch ganz gut entwickelt. Man sieht 2 Tore, 3 Vorlagen. Spiel wahrscheinlich ein bisschen offensiver. Dann noch Joscha Wagnermann, der auch rechts spielen kann wie links. Auch in der Bundesliga Stammspieler gerade beim HSV. Ja, also es kommt da auf jeden Fall einiges nach. Und dann natürlich, wie gesagt, ein Markus Wolf. Ita ist dann für die linke Seite. Wobei ich bei ihm nicht ganz glaube, dass er es schafft, Stammspieler bei uns zu werden. Aber es sollte eigentlich eine gute Alternative sein, mindestens. Ja. Gut. Nzagazu entwickelt er sich auch, ja. Vor allem die Physis ist bei ihm, die Physis ist bei ihm noch ein bisschen ausbaufähig, vor allem der Antritt. Ansonsten natürlich gut, ne? Aber Antritt und Beweglichkeit sollten noch etwas besser werden. So. Let's go gegen den Tabellen 7, glaube ich. Muss auf jeden Fall ein Sieg her. Zu Hause sind wir selbstbewusst genug. Da können wir es halt. Und da müssen wir es auch heute beweisen. So. Geht einfach raus. Entspannen nicht unbedingt. Bei Entspannen denke ich immer so, die lassen es zu locker angehen, dann verlieren wir noch. Fangen wir mal. Starten. Gerne direkt aggressiver pressen. Könnte man ja auch eventuell anpassen, dass zu Hause immer sofort aggressiv presse.
Auswärts mal bin ich halt auch bei Standarden. Ich habe es ja nie auf direkt von Anfang an auf aggressiv gemacht, weil ich das immer so ein bisschen abwägen wollte, je nachdem, ob ich zu Hause oder auswärts spiele. Aber jetzt habe ich ja diese strikte Trennung, von daher kann man das ja machen. Gladbach führt gegen Hertha. Der Tabellenführer also in Rückstand. Witzel mit einem guten Distanzschuss. Neun Minuten gespielt, eine Chance für uns. Ansonsten noch nicht allzu viel passiert. Schnelligkeit 18. Wow. Aggressivität 18. Balance 18. Ein kräftiger Mann, der Ante. Kostic schickt Patrick Herrmann viel Platz. Donnarumma zur Stelle. Oh, zweite Chance für die SGE. Wolfgang Clern, Sebastian Rode, Pulisic. Mit einer sehr riskanten Grätsche. Vielleicht ist es ein bisschen riskant, dass ich mit zwei Außenverteidigern spiele, die auf deren Rolle eigentlich sehr selten spielen, also die überhaupt nicht daran gewöhnt sind. Ich überlege gerade, eventuell Wolf auf die linke Seite zu tun und Hakimi auf rechts. Sodass Ashraf wenigstens daran gewöhnt ist. Diallo! Ah, guter Schuss, guter Schuss. Leider pariert von Frederik Rönnoff, dem Skandinavier. Nur aus welchem Land aus Skandinavien? Was? Das weiß ich gerade nicht. Dänemark, okay. Hätten wir auch geklärt. Schon vier gelbe Karten für Frankfurt, nicht schlecht. Bei fünf Fouls, also. Wenn die mal foulen, dann aber mal richtig. Sorgt mit so viel Platz. 1-0. Eintracht Frankfurt. Oh, eventuell abseits. Ich hoffe. Ich hoffe. Bitte, bitte abseits. Nein, leider nicht. Okay. Jetzt auch noch zu Hause Probleme. Das ist jetzt nicht so, wie ich es mir erwarte. Wenn wir jetzt auch noch anfangen, zu Hause Probleme zu kriegen. Wow, ach du Scheiße. Repic und Donnarumma noch viel besser. Krasse Parade. Schön, Christian, komm, ein Konter. Viel Platz, viel Platz. Links ist, sind zwei Spieler. Ah, Sancho. In die Mitte, in die Mitte, in die Mitte. Ach, schon ist was vorbei. Ach, Mann. Nicht gut, nicht gut. Sancho pariert, Hasebe noch am Ball. Mann. Offensiv kommt wirklich absolut gar nichts. Und wir lassen so viele Chancen zu. Die Führung ist nicht unverdient. Kommt schon, Männer. Was machen wir da? Piszczek für Wolf. Und Fiete ab, würde ich mal sagen, für Kai Havertz. Sind wie immer die etwas offensivere Variante mit ab als hängende Spitze. Los geht's. Je nachdem, welche Minute wir schon haben, also welche Spielminute, werde ich auch noch Witzel und oder Weigel nach vorne ziehen. Aber eins ist auf jeden Fall klar, wir müssen
heute gewinnen. Jetzt wieder eine Niederlage, das wäre zu krass. 14 Punkte nach 12 Spielen, also wirklich jetzt mal. Hakimi erobert sich den Ball. Schön. Versucht Sancho zu schicken, passiert aber nichts. Diallo klärt nicht unbedingt gut. Rebic mit der nächsten Möglichkeit. Ach, Mann, Mann, Mann. Die Abwehr ist motiviert, ja, immerhin, aber das sieht man nicht so wirklich an der Leistung. Ab, Sancho. Das war doch jetzt nicht die Chance. Das war wirklich die Chance. Meine Güte. Vielleicht kommt gleich Marco Reus rein. Das ist keine Hoffnung eventuell. Paco, schöner Kopfball. Fiete ab. Och, Mann. Weiter geht's. Eine Chance nach der nächsten. Wieder Fiete ab. So, 69. immer noch 0 zu 1. Marco Reus kommt rein für Weigel. Als Schattenstürmer. Da ist er wieder, der Marco. Hat nur 2 Ligaspiele gemacht. Komm schon, Marco. Helf uns irgendwie. Auch wenn du noch nicht allzu viel Spielpraxis hast. Aber du bist sehr erfahren und komm, 25 Minuten schaffst du locker. Rebic mit der nächsten Chance. Nur 42% Ballbesitz, unfassbar. Vita, Paco, Paco. Witzel, Distanzschuss. Jetzt ein Konter für die SGE. Durch den nicht gerade langsamen Rebic, Diallo, Zustelle. Final. Super. Sancho, Riesenchance. Schön in Szene gesetzt von Marco. 3 Tore fehlen uns für den Sieg. Diallo. Ach, kann nicht wahr sein. Wir hatten ja einige gute Chancen und kein einziger Balken hier rein. Das kann auch irgendwann nicht sein. Das ist kein Elfer. Konnte klar sehen, dass Marco jetzt außerhalb des 16ers gefoult wurde. Alles andere würde mich schon wundern. Leider. Freistoß. Jupp. Gelb-Rot für Hasebe. Och, Sakadu, jetzt noch ein Tor und wir hätten die Chance, wenigstens zum Unentschieden zu kommen. Also nicht loben. Nicht loben. Ich lobe die. Hey, ihr seid ein Rückstand. Macht ihr super. Ich denke, sie ist auch bestimmt. Macht die gerade irgendwie. Ich mobb die oder so? Auch das Spiel verlieren wir. Noch zu Hause. Vielleicht war einer der Gründe, dass ich meine Außenverteidiger rotiert habe. Klar, kann sein.
Ich weiß es einfach nicht. Hier die aktuelle Tabelle. 6 Niederlagen nach 12 Spielen. Ich glaube, mehr als in der kompletten letzten Saison. 14 Punkte nach 12 Spielen. Unser Glück ist wirklich, dass auch der Rest noch nicht so gut spielt. Also nur 11 Punkte bis zur Hertha. Natürlich aufholbar. Wir müssen uns mal wirklich ein bisschen hier verbessern, ne? Wir haben ja direkt in 2-3 Tagen die nächste Chance. Wieder zu Hause. In die PSV, da spielen wir eigentlich schon recht okay, auch auswärts. Mal gucken, wie es das schaffen werden, ne? Naja, gut. Das war's dann von heute. Und morgen um Punkt 13 Uhr geht's dann weiter mit PSV Eindhoven. Also, habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.